Bis jetzt hatten unsere Funktionen eine feste Anzahl von Parametern. Wir wissen aber auch, dass es Funktionen wie printf und scanf gibt, die eine beliebige Anzahl von Parametern entgegennehmen können. Und wie man solche Funktionen programmiert, das zeige ich in diesem Video. Bisher hatten unsere Funktionen, zumindest die, die wir selber definiert haben, eine genaue Anzahl von Parametern und bei jedem Parameter war auch der Typ bekannt. Jetzt gibt es in C aber auch so Funktionen wie printf oder scanf, die beliebig viele Parameter erlauben, je nachdem, wie viele Platzhalter man im ersten Parameter angegeben hat. Es gibt also in C durchaus die Möglichkeit, auch Funktionen zu schreiben, die eine variable Parameterliste anbieten. Aber Vorsicht, der Compiler kann in diesem Fall keine Prüfung der Parameter vornehmen. Ja? Das ganze Konstrukt, was jetzt kommt, ist also nicht so typsicher, wie es der Fall ist, wenn man Parameter tatsächlich fix definiert. Ja, und das kennen wir von printf schon, dass man, wenn man beim Typ daneben langt oder beim Platzhalter, manchmal einfach komische Werte rauskommen, ohne dass der Compiler das entsprechend meldet. Funktionen mit variabler Parameterliste werden einfach so definiert wie normale Funktionen. Es kommen also erst so eine Rückgabetyp, Bezeichner, dann kommen feste Parameter und dann kommt Komma und drei Punkte. Und damit deutet man an, es gibt also auch mehr, noch weitere beliebig viele Parameter. Ja. Am Anfang ist allerdings mindestens ein fester Parameter erforderlich. Und es gibt jetzt auch keine Variablen für die Parameter, für diese beliebigen Parameter, die dahinter kommen. Ja, also das Punkt, 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 darauf kann ich jetzt nicht direkt zugreifen, sondern ich muss Makros aus der Header-Datei std.arg benutzen. Ja, und was da passiert, wenn man diese Makros verwendet, kann man guten Gewissens als Compiler-Magic verstehen. Da wird also dann tatsächlich direkt die Parameter ausgelesen vom Stack. Und genau, es gibt also diesen Datentyp va-list. Das ist der Datentyp für die Parameterliste. Dann gibt es va-start. Das initialisiert die Argumentenliste. Und last-arg ist der letzte feste benannte Parameter der Funktion. Das heißt, über dieses Makro findet dann wird dann tatsächlich der erste variable Parameter gefunden auf dem Stack. Ja. Mit va-arg bekommt man dann den nächsten Parameter aus der Liste und mit va-end beendet man dann die ganze Sache. Ja. Das sind die Werkzeuge, die man braucht und hier haben wir dann mal ein konkretes Beispiel. Hier haben wir also eine Funktion Mittelwert, die soll den Mittelwert beliebig vieler Doppelzahlen berechnen. Und es gibt also, die Funktion heißt auch Mittelwert und es gibt einen Parameter am Anfang. Wie gesagt, einen festen Parameter muss es geben. Und dieser Parameter nennt die Anzahl der Werte, die danach noch kommen. Ja. So, dann beginnt hier die Funktion. Wir initialisieren die Liste, va-list. Dann beginnen wir das Ganze mit va-start. Hier wird also die Liste entsprechend übergeben als erster Parameter und als zweiter Parameter hat man dann den letzten Parameter vor diesen drei Punkten. Anhand dieses Parameters wird dann auch ausgerechnet, wo dann die variablen Parameter beginnen. Und mit dieser Information aus dem ersten Parameter wissen wir jetzt auch, welche weiteren Parameter dann noch kommen. Ja? Und mit va-arg bekommt man dann den nächsten Parameter, gibt hier noch den Typ an. Ja, man kann also davon ausgehen, dass printf hier jetzt so einen Platzhalter auswerten würde. Wir wissen, dass da Double-Werte kommen, deswegen geben wir das hier explizit an. Dann wird das auf die Summe addiert. Am Ende wird das beendet und dann dividieren wir durch die Anzahl. Ja. Also das ist eine Möglichkeit, mit variablen Parameterlisten zu arbeiten. Aber man muss sagen, das Ganze ist ein Stück weit immer unsicher, denn wir müssen zum Beispiel uns darauf verlassen, dass ans wirklich die Anzahl der folgenden Elemente enthält und dieser Wert durchaus auch korrekt ist. Und wir müssen uns darauf verlassen, dass tatsächlich hier nur Double-Werte übergeben wurden, denn hier geben wir das explizit an. Ja. Ja, und hier hat man dann so ein Beispiel. Also hier wird dann so ein Mittelwert errechnet.
Der bekommt dann hier vier Parameter und am Anfang die Anzahl der Parameter, also 4, und dann kommen die variablen Parameter. Und diese Funktion Mittelwert würde jetzt auch für weniger oder mehr Elemente funktionieren. Das heißt, ich könnte hier auch noch vier weitere Elemente dranhängen. Dann müsste ich allerdings beim hier dann entsprechende 8 vorschreiben. Genau, also das sind die Funktionen mit variabler Parameterliste, ist gelegentlich mal relevant. Vor allen Dingen ist es aber interessant bei der formatierten Aus- und Eingabe, also mit printf und scanf. Und wenn man jetzt wirklich Arrays verarbeiten möchte, würde ich eher empfehlen, ein Array, also einen Zeiger auf ein Array zu übergeben und die Anzahl. Aber wie gesagt, das ist das Mittel. Das können Sie gerne mal ausprobieren. Ist so ein bisschen komplizierter, ein bisschen unsicherer, aber durchaus interessant in der Anwendung.